Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute haben wir eine vom Creator, oder? Genau, eine vom Creator und das ist SMS and Predict. Nein, wie heißt sie? Psychic Pred. Eine App im App Store und für Android. Ach, es gibt sie für Android? Gibt's auch für Android, ganz, genau. Ganz was Neues. Und ja, was ihr damit machen könnt, ihr könnt einen Gedankenleser wie Darren Brown oder David Blaine anschreiben, ihr schreibt eine SMS, ihr bittet den Zuschauer, dass er an eine Karte und an eine Farbe denkt. Ihr schreibt Darren Brown eine SMS und ihr bekommt innerhalb von ein paar Sekunden eine Antwort, wo die Karte entsprechend und die Farbe revealed wird. Wie das Ganze aussehen kann, das seht ihr jetzt. Andi, viele fragen mich immer, na, du kannst auch Gedanken lesen. Mhm. Weißt du, wer besser in Gedanken lesen ist? Besser als du, vielleicht, ja. Darren Brown. meine Frau. Pass auf. Meine Frau kann auch zaubern und pass auf, ich schreibe mal ganz kurz eine Nachricht. Kannst du mal bitte an eine Farbe und an eine Spielkarte denken? Nur denken, nicht sagen. Ja. Ja, okay. Habe ich im Kopf. Okay. Hey, Schatz, kannst du mir bitte eine Farbe? Warum kann denn deine Frau so gut Gedanken lesen? Frag mich mal. Die Frage ist, warum ich sie geheiratet habe. Wenn sie das alles, ich werde schon wegen Frauen angeschrien, die ich nicht mag. Eine Farbe und eine, ich bin raus, Spielkarte schicken. Danke dir. Ist raus. Ja, und wie gesagt, es ist echt so ein komisches Ding bei ihr. Wie gesagt, sie erahnt Sachen. Ich meine, normalerweise bei Gedankenlesen müsste sie jetzt da sein. Mhm. Aber sie versucht sich jetzt dann normalerweise einzuklinken, mit wem ich gerade eben da sitze und was ich dann da mache. Wie gesagt, ich hoffe, sie ist jetzt gerade nicht völlig überbeschäftigt. Ansonsten, ja. Tässchen Kaffee. Ja. Meinst du, dass sie nicht zu Hause sitzt und darauf wartet, dass du ihr... Oh! Eine Nachricht von der Toni. Schatz, wir vermissen dich hier schon. Oh, wir schon wieder am Zaubern. Aber ich helfe ja gerne. Was war deine Karte und deine Farbe? Weiß und Kreuz 2. Weiß und Kreuz 2. Ich bin ein bisschen geprimed hier, ne? Von weißen Klamotten und weißem Licht. Okay, aber wenn du mal... Kannst du nochmal vorlesen? Herr Schatz, wir vermissen dich hier schon wieder am Zaubern, aber ich helfe ja gerne. Eine Karte und eine Farbe, sagst du? Warum nehmen wir eigentlich alle immer Weiß und Kreuz 2? Fahr dann vorsichtig. Sau gut. Können wir die Kamera einmal zeigen? Ja klar, ich schreibe mir ganz kurz, mach ich. Danke dir. Gut, Smiley. Das war eine der Möglichkeiten. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen, ihr seht eben, man kann es personalisieren. Ich fand es persönlich witziger, das mit meiner Frau zu machen, dass ich sage, meine Frau kann einen Trick machen. Du machst es doch nur für diesen Gag mit dem Gedankenlesen, dass sie eigentlich das besser schon, kann. Eigentlich schon. Ja, aber es ist gut, das ist gut. Das ja, wie gesagt, ja. Ich fand es immer so ein bisschen, hey, ich schreibe jetzt Darren Brown und sowas, weil für mich hat es immer so ein kleines, viele machen das, ist auch legitim, aber ich finde es dann immer so ein bisschen ein Geschmäckle, weil ihr habt es dann, wir drehen echt die Texte rum, ne? Weil sonst sagst du immer das Geschmäckle. Aber sonst hat immer das... Nicht ich habe für ihn gezaubert, sondern Darren Brown oder David Blaine. Außerdem Darren Brown, also die meisten Zuschauer, die ich treffe, da würde, glaube ich, niemand Darren Brown kennen. Da finde ich, so mit in deinem Fall mit deiner Frau ist viel nahbarer. Oder der maskierte Magier könnte man nehmen. Ja, der maskierte Magier, das wäre gut. Aber selbst dann wäre halt eben das, ne, vielleicht hast du Glück und enthüllt es mal. Ja, ja, genau, ich wollte gerade sagen, du warst ein Gag dazu auch noch. Also die App ist schon ein bisschen älter. Das ist eine der ersten Apps, die diese Technik des Inputs verwendet hat. Also die meisten Apps benutzen das ja. Das war eine der allerersten, die das überhaupt... Es ist nochmal neu aufgelegt, so muss man sagen. Und ja, es gab auch in letzter Zeit noch ein Update, das habe ich jetzt noch nicht einarbeiten können, aber bisher war immer nur Farbe und eine Spielkarte zu revealen. Mhm. Ihr könnt jetzt aber auch noch einen extra Input machen. Ich fand mindestens 60, wenn jetzt sogar... Ich glaube, es gehen bisher nur 60. Also ihr könntet noch ein Sternzeichen mitmachen. Ihr könntet gegebenenfalls 60 verschiedene Namen, wenn ihr da gut im Merken seid, wo welche Nummer ist. Das wäre noch ein, vielleicht die Urlaubsorte, wenn ihr den... Du hast jetzt mehr mit der App rumgespielt, könnte man den PIN-Code des Zuschauers, wir kommen beim zweiten Produkt ja noch drauf, wie man an den PIN-Code von einem Zuschauer kommt, dass man den mitprediktet? Nein. Nicht, oder? Bist nicht frei in der, du kannst nur Farbe, Sternzeichen, also die nur die vorgegebenen Sachen in den Nachrichten... Nein, kannst eine Farbe auswählen? Ja. Die Farbe und die Spielkarte ist vorgegeben. Ja, also die sind immer eingebaut und ihr habt noch die Möglichkeit, über die letzten zwei Ziffern des Pins eine Liste zu erstellen von 1 bis 60, was ich jetzt gesehen habe, wo ihr zum Beispiel Italien, Spanien, Griechenland,
Griechenland wäre 3 und dann entsprechend, ich meine, jetzt reveal ich ein bisschen, aber gut, ihr kriegt es ja eh hin. Ja. Und dann quasi, dass ihr sagt, ey, wo warst du letztes Jahr im Urlaub? Mhm. Und das ist quasi die bekanntesten Urlaubsorte, würde ich dann okay, da vielleicht sagen. Okay, wir sind auf diese Thematiken, Farbe, Karte, Land oder Liste. Liste, wenn man sagt, genau. Und Sternzeichen, was auch Liste dann wäre. Ja, die Liste kann alles. Die Liste kann Länder, kann Sternzeichen sein, was ihr da möchtet. Ja, genau. Okay, der Grundtenor ist Farbe und Spielkarte. Ist auch nicht sonderlich schwer. Die Farben sind relativ einfach mit einer Eselsbrücke sich zu merken. Und die Spielkarten und der Wert ist auch entsprechend. Ja. Ich finde es auch clever umgesetzt von dem, wie das gemacht ist mit der Nachricht, die dann auf dem Sperrbildschirm erscheint. Und dann musst du dein Handy noch entsperren und jetzt genau, viel zu verraten. Das ist das Coole, dass die Nachricht kommt und erst dann erfahrt ihr es. Ja. Was genau. so ein Moment, nee, er wusste es ja nicht. Ich weiß es ja auch nicht, was du ausgewählt hast, bis du es mir gesagt hast und die Nachricht war ja schon da. Und das kann man, denke ich, dann mit einem guten Skript bestimmt auch so schön hinkriegen, dass die Zuschauer danach so die Erinnerung dran haben, dass auf dem Lockscreen schon der Reveal stand. Wenn man das schön baut, das ist ja immer das, wie erinnern sich Leute an eure Effekte und da kommen ja meistens die wildesten Sachen raus. Ja. Und das bietet halt schon die perfekte Vorbereitung dafür, das so ein bisschen in der Erinnerung der Leute umzubauen. Hey, da hat der SMS bekommen und auf dem Lockscreen stand meine Karte drauf. Ich glaube, das kriegt man hin durch Performance-Skript. Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ich habe es tatsächlich mal auf Arbeit mal gemacht, weil irgendeiner gesagt hat, ja, du musst jetzt mal, zeig uns mal einen Trick. Und ich so, ich kann keinen, aber meine Frau kann einen. Ja, Mama, ich schreibe mal schnell eine SMS. Denk mal bitte an eine Farbe und an eine Karte. Okay, ja, ich schreibe ihr mal. So, und dann mal gucken, wann sie schreibt. Genau, und was ich noch dazu sagen wollte, ihr könnt timen, wie lange es dauert, bis die SMS kommt. Das Mindeste ist 30 Sekunden. Ihr habt aber auch eine Testversion, da quasi, um einfach mal auszuprobieren, wie schaut das aus. Der SMS-Text ist natürlich auch anpassbar. Damit ihr einfach mal guckt, könnt ihr die Test-SMS dann quasi gleich bekommen. Und es sind 30, 45, eine Minute und so weiter. Das heißt also, ihr müsst natürlich das auch ein bisschen überbrücken. Was vielleicht für eine Multiple-Card-Find ganz cool wäre, dass ihr zu einem sagt, pass auf, du denkst bitte nur an eine Karte und vielleicht an eine Farbe und währenddessen machst du deine Routine. Ping, oh, ich habe eine Nachricht bekommen von meinem Kumpel, den wir geschrieben haben, was war deine Karte? Und ihr macht das als Endreview. Das ist ein geiler Gedanke, ja, dass man eben die Zeit nutzt und halt entweder was erzählt oder eben dann einen Zwischeneffekt noch machen. Deine Karte, ach, und deine Dinge kommen dann daraus. Mhm. Ja, das ist geil. Ja. Wie gesagt, ich fand es eigentlich so gesehen, fand ich es eigentlich auch witzig, dass man sagt, okay, wir müssen mal gucken, wann sie antwortet. Weil alle so, es muss jetzt gleich was passieren. Nö, es ist eine SMS. Du hast jemand Fremdes, oder niemand Fremdes, aber jemand anderem eine SMS geschrieben. Du weißt nicht, ob er Zeit hat. Du weißt nicht, ob er kann. Wir gucken mal. Vielleicht antwortet sie, vielleicht auch nicht. Ja? Ja. So, oh, jetzt hat sie geschrieben, was war deine Karte, was war deine Zahl? Ja, es wirkt sehr authentisch. Wenn ich so drüber nachdenke, so diese Wartezeit, die haben wir vorhin auch drüber geredet, muss sein, weil sonst könnte, wenn es sofort zurückkommt, könnte der Zuschauer sich ja denken, Moment mal, wie kann der eigentlich so schnell... Wie kann der so schnell schreiben? Der muss ja schon dran gewesen sein. Genau. Aber na klar, die SMS geht erst raus, der sieht es vielleicht, antwortet dann, tippt, schickt es raus. Es dauert halt einfach, logischerweise. Weil du gerade SMS gesagt hast und es war auf die iPhone-Version jetzt, es ist eine iMessage. Also nur falls es für irgendjemand eine Rolle ist. Nicht diese grüne Nachrichten sind die blauen. Ja. Also, da kennst du die wieder besser aus. Es ist so ein Ding, also das heißt, es fast, wenn auch immer ein... Es gibt manchmal so sehr, sehr technikvisierte Zuschauer, also... Wenn ihr ein iPhone habt, muss auch logischerweise der Person, in dem Fall deine Frau, auch ein iPhone haben, damit sie überhaupt, oder ein MacBook oder so, damit sie überhaupt diese Nachrichten schreiben kann. Das spielt aber normalerweise keine Rolle, weil die Frau ja nicht da ist. Deswegen schreibe ich mehr. Es ist nur, falls es für jemand von euch eine Rolle spielt, es ist keine SMS. Ich sage es nur deshalb, weil die App so heißt. Oder hieß es nicht mal SMS Predict auch irgendwie? Ist egal. Es sind keine SMS, es sind iMessages. Genau. Und auch keine WhatsApp. Wie gesagt, beim Namen, die App hat mal ihren Namen geändert. Wir verlinken euch aber auf jeden Fall das über iOS und vielleicht auch sogar Android über... Genau, die Beschreibung über die Stores. Genau. Ja, es ist das, was es ist. Ich fand es interessant und ich finde, es hat halt eben auch ähnlich wie, ich hatte zuerst auch, das checkt der Zuschauer bestimmt, dass es ein Fake ist. Ich glaube aber, dass das Problem war, dass ich bisher immer nur gesehen habe, dass die Leute Darren Brown anschreiben oder David Blaine oder sowas. Das ist, meiner Meinung nach, ist es unrealistisch und wirkt halt so, das ist irgendjemand anderes oder es ist Fake.
Was ich jetzt auch in unserem Fall, weil ich glaube, wenn ich es jetzt personalisiere, ich würde sogar dich nehmen, weil das eigentlich so, ja, wir sind ein Zauberduo, gut, eigentlich sind wir ein Trio mittlerweile, aber ich würde sagen, ja, ich habe immer einen Kollegen oder ich würde Bene nehmen, so nach dem Motto, und ja, aber Bene kann viel besser zaubern wie ich oder so, halt als Gag, Ja. und dann schreibst du halt dem und dann könnte man es so. Ich finde auch nahbare Personen, wie in deinem Fall deine Frau, einen Kumpel oder dass man Daniela nimmt, so, ja, ich muss dann, mein Management macht das für dich, die zaubern jetzt auch für mich, dass man irgendeine Person nimmt, die die für Leute ein bisschen nahbarer ist. Ich bin ja ganz bei dir, dieser Darren Brown oder diese David Blaine oder ich schreibe kurz Copperfield, das sagt den Leuten ja schon mit Leuchtschrift, Ja. der erzählt einen Ja, Scheiß. aber komm mal her, für dich zum Beispiel, Ja. für den Verkauf wäre das doch saugeil. So, suchen Sie für die Weihnachtsfeier einen Mentalkünstler. Hier, passen Sie auf, ich habe einen hier gleich da, der Joe von Ninja Magic, bester Ja. Mann. Hier, denken Sie mal an eine Karte und an eine Farbe. Ich schreibe ihm mal schnell, zack, hier, bam, gebucht. Ja. Gut, du musst dann natürlich dann aufpassen, wenn du dann auf dem Auftritt sagst, so, das mit der SMS war ja voll geil. Was? Ich habe nie eine SMS geschrieben. Ja, stimmt, ja. Ja, aber ich Ja, so find's. also als Demonstration, ne? Das wäre eigentlich ein guter Trick, wenn Daniela mal, weil die Zauber da selber nicht was pitchen müsste, dann könnte sie sagen, ja, ich kann ja nicht zaubern, aber ich schreibe kurz dem Joe und dann würdest du ja in der Performance würdest du ja was zaubern, Das ohne ist, wirklich was. ja, Weißt du, das wie ich ist, das, meine? ja, das ist, ja, das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Was ist denn das? Ja. Warum klaust du in letzter Zeit die ganze Zeit Nein, meine ich Ideen? wollte nur Was darauf ist eingehen, denn? ob ich es richtig verstanden habe. Ja, so, ja, ich habe wieder eine neue Idee, schau hier. Ich Hörst du mir überhaupt versuch dir zu? die ganzen Ideen. Hörst du Ja, überhaupt es zu? wirkt immer so als so unkonkret. Also ich muss immer so nochmal das Ich fand wiederholen. das sehr konkret. Schreib mal in die Schreib Kommentare, mal ob bitte, meins ja bitte, konkreter schreib wird. mal bitte in die Kommentare, Ja, ob ich komm mal. so egal. Wir drehen uns kurz. Wir drehen uns im Von der Kreis, ja. Bewertung her. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich werde es weitermachen. Ich möchte auch noch ein bisschen die Liste ausarbeiten. Ich glaube, wenn man sich da hinsetzt und auch die Länder noch mit dazu macht, habe ich noch einen zusätzlichen Kicker. Ja, und dann quasi als, ja, wie gesagt, als entweder nur so nebenher oder tatsächlich in einer größeren Kartenroutine, wo man zwischendrin dann mal ein bisschen was macht. Man ist eine Gedankenleserfamilie beispielsweise oder man hat Ja. wirklich, man hat den Zauberkollegen. Ich werde sie verwenden. Ich gebe den ganzen 9 Punkte. Ja, ich war mit 8 Punkte. Von mir gibt es 8 Punkte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es direkt verwenden werde. Vielleicht in dem Kontext, wo ich dir gerade die Idee geklaut habe, in dem Kontext kann ich mir wirklich vorstellen. Aber so, ich weiß, ich kann nicht konkret sagen, was es ist, aber ich denke, es ist so auch an der Schwelle zu, werde ich verwenden oder weiß ich nicht, mache ich lieber andere Effekte. Aber es ist solide. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, ich kann es absolut empfehlen. Es ist eine geile App. 8 Punkte von mir. Wenn euch das interessiert, unterstützt natürlich den Creator und holt euch die App über den Link in der Beschreibung. Und das war Psychic Zur Mitte der Review. So, weiß ich nicht. Prediction. Zur Mitte der Review. Schon, weil wir beim Thema Apps sind. Heute gibt es ja wieder eine App-Folge. Auch das nächste wird eine App sein. Wie oft kann ich das Wort App in einen Satz einbauen? Ja, wir werden eine Overview machen. Und zwar die Season 2 ist überfällig zum Thema Magic Apps und werden wieder alles zusammenpacken an Magic Apps, was seit der Season 1, wo wir auch noch nicht alles abgedeckt haben, so drin ist. Deswegen Aufruf an euch, schreibt uns mal in die Kommentare, was die besten Magic Apps sind, die ihr, ich finde deine Gebärdensprache absolut genial, Danke. die besten Apps, die ihr so verwendet, wo ihr sagt, ey, die sind geil, die müsst ihr unbedingt auf dem Schirm haben. Und dann schauen wir, dass wir da möglichst viele Kombinationen, Routinen und Vergleiche für euch reinpacken. Könnt ihr euch drauf freuen. Und jetzt könnt ihr euch auch drauf freuen auf die nächste App. Swoosh. Als nächste App haben wir Unlock and Predict, auch vom selben Creator von Anyweb. Ja, das ist ganz, ganz witzig. Shoutout geht raus an den Kollegen Timothy Thompson. Wir haben nämlich über Handy entsperren geredet und ich bin drauf gekommen, wir kennen ja schon einige Apps zu dem Thema, dass er eine verwendet, die wir noch nicht kennen. Und daraufhin habe ich Joe gesagt, weil er sich Creator-Kontakte mal anschreibt, er soll doch den Creator mal fragen und der Creator hat postwendend uns die App geschickt. Und so kommen wir heute zu dieser geilen App, über die wir sprechen können. Und wie die aussieht? Das seht ihr in einer kleinen Live-Performance. An die vier Zahlen, die fast alle deine Geheimnisse beinhalten. Viele denken an den Code für die Karte von deiner Bankkarte an Vier tatsächlich. Zahlen, nee, vier Ziffern, also Vier Ziffern? vierstellig, Ja. das muss meine Kuh sein. Ja. Die erste Ziffer ist ein Minus. Pass auf, Andi, ich werde versuchen, den PIN-Code deines Handys zu entschlüsseln. Oder noch Okay. besser, Ja. du wirst erstmal meinen entschlüsseln, weil Gedanken lesen können viele. Wichtiger ist, Gedanken zu senden. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Andi, nur mal so, nimm mal bitte mein Handy. Und nur um sicher zu gehen, dass du nicht denselben PIN-Code hast wie ich, kannst du einmal deinen PIN-Code eingeben. Ja, Okay? wir haben nicht den gleichen. Hat nicht denselben, okay? Nur, dass du siehst, das ist irgendwie kein Fake oder sowas ist, probier irgendeine Zahl aus.
Funktioniert nicht. Nee. Ja, pass auf, Andi, wir machen was ganz Besonderes. Ja, es gibt ja Zahlen, die wir viel mit Sachen verbinden. Zum Beispiel 7 würde eine Katze hat 7 Leben. Interessanterweise hat eine Katze im amerikanischen 9 Leben. Ich wollte gerade sagen, ich kenne es auch mit 9. Ah, ja, siehst du, aber ist egal. Gibt's so und so. Andi, pass auf, ich werde jetzt eine Aussage treffen und du wirst sie verbinden. Es muss nicht das sein, was dir im ersten Moment kommt, sondern du kannst es anders machen. Okay? Schneewittchen und die Punkt, Punkt, Punkt Zwerge. Was ist es? Ja. Welche willst du nehmen? 4. Die 4? Die 4 Zwerge. Ja, okay. 3 sind nämlich so perfekt geblieben. Nicht, okay, das war jetzt völlig durcheinander. Ja, ja. Okay. Punkt, Punkt, Punkt auf einen Streich. 9 auf einen Streich? 9 auf einen Streich, ja, ja. 9 auf einen Streich, okay. Overdelivern hier. Okay. Ein Genie erfüllt dir Punkt, Punkt, Punkt Wünsche. Ja, safe 9 Wünsche, Alter. Ich ja, bin dann ja 9 immer Wünsche. Das Maximum. Okay. Andi, beim letzten möchte ich, dass du nur an eine Ziffer zwischen 0 und 9 denkst. Du kannst 0 und 9 nehmen. Nur denken erstmal. Stopp, ja. Stopp. Zähl noch eins dazu. Ja. Was ist es? Wenn ich eins dazu zähle, ist es wieder 9. Dann mach 9. Boom, Alter! Und einmal entsprechend. Ich habe dein Handy entsperrt. Ja, aber das ist das Interessante, ja. Aber was wir probieren ist, Andi, kannst du dich mal auf deine Zahl konzentrieren? Ja. Auf deinen PIN? Kann ich. Mentalism Power. 1, 3, 0, 5? Ja. Ja? 1, 3, 0, 5? Nein, nein, nicht ganz. Was hast du? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Weißt du, für so genau so einen Fall möchte ich jetzt sagen, habe ich, jetzt muss ich nochmal gucken, ich habe so viel Zeug. Nur für so einen Fall habe ich in meiner Story was gepostet. Der PIN-Code des Tages. Das ist echt Instagram, ne? Ist 1, 2, 3, 5. Mal schauen, ob es irgendwer gesehen hat in der Zeit, wo wir die Review gedreht haben, war das tatsächlich online auf Instagram. Schreibt uns in die Kommentare, zufällig jemand gesehen hat. Wir haben es jetzt ein bisschen anders gemacht, weil normalerweise nehmen wir natürlich das Handy vom Zuschauer und entsperrt es, aber wir verwenden das Handy da, wo wir jetzt reingucken, von daher konnten wir das nicht machen. Ich fand es eigentlich ganz interessant, weil ich, das ist so das Einzige, was mir da ein bisschen Schmerzen bereitet. Wie gesagt, ihr könnt einstellen, wann der Zuschauer seinen PIN-Code eingibt, ihr könnt einstellen, beim wievielten Mal es entsperrt. Mhm. Ihr habt die Auswahl zwischen 4 und 6 Zahlen. Und ihr könnt euch entschließen, es auf Facebook oder Instagram oder auch Twitter zu teilen. Das ist im Prinzip so der neue Plot, würde ich fast genau sagen, dieses genau Teilen. Das Einzige, was mich da halt stört, ist, es beißt sich meiner Meinung nach ein bisschen mit der Idee, dass ihr die Gedanken vom Zuschauer lest. Weil ihr lest ja nicht nur die Gedanken vom Zuschauer, nein, ihr wusstet es ja schon im Vorhinein. Ja. Sonst hättet ihr es nicht posten können. Das ist sowas, was mir ein bisschen... Ja, ich finde auch diese Posten-Sache nicht so ganz rund, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist eine coole Idee, aber irgendwie, mich stört daran auch was. Ich finde es auch nicht so ganz cool, aus mehreren Gründen, ich finde es nicht so ganz cool, den Code vom Zuschauer auf Instagram zu posten. Irgendwie finde ich das nicht cool. Und ich finde es auch, ich mache schon immer eigentlich, wenn ich Handys entsperre, dass ich zu mir nehme, die ersten 3 Ziffern nicht herzeige und dann nur die letzte Ziffer drücke, um nicht allen Leuten seinen Sperrcode so zu zeigen. Und auf Instagram ist halt schon krass, ne? Das ist wie auf dem Marktplatz stellen und mit einem Plakat hochhalten. Finde ich nicht ganz so smooth. Ich finde es aber tatsächlich ein ziemlich bold Move und auch ziemlich geil, weil ich finde, das hat so ein bisschen was, es erinnert mich ein bisschen an Identity von Richard Sanders. In dem Moment, wo du deinen Namen liest, trifft dich das halt einfach. Und wenn du bei Instagram, bei einem Zauberer, halt auf einmal deinen PIN-Code siehst, und das ist der einzige PIN-Code, der jetzt gerade da ist, ja, hat es schon echt, da reden die Leute echt drüber. Das glaube ich schon. Ja, und so, das ist die eine Seite. Okay, nehmen wir an, dann machen wir einen Haken dran. Das kann man jetzt so sehen. Was mich aber dann an dieser Social-Media-Sache überhaupt nicht gefällt, ist, dass es ist, du hast, keine Ahnung, wir haben 1000 irgendwas Follower. Und das ist eine Performance. Ich nutze mein Instagram, ich nutze meine Reichweite, um nur für eine Person aus dem echten Leben kurz was zu zeigen. Die anderen Leute, die mir folgen, fragen sich die ganze Zeit, und da muss man sich was überlegen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber ich sage, dass man sich da was überlegen sollte, dass nur dieser der PIN-Code des Tages
lautet so und so. Finde ich nicht gut, wenn ich das jetzt öfter performe und es dauernd in meine Story post, dann Leute, die mich nie live gesehen haben, was ja viele sind im Internet, man macht ja Content für Online-Community, die fragen sich, warum posten die Jungs von Enjoymatic die ganze Zeit PIN-Code des Tages? Den entfolge ich jetzt, kommt, die nerven mich. Und dann kommt aber halt beispielsweise ein Post gleich hinterher. Genau, das meine ich mit überlegen. Ihr müsst euch überlegen, wie diese Prediction in eure Content-Strategie passt. Zum Beispiel, ihr postet eine Story, wenn ihr zum Beispiel, nur so als Beispiel, ihr macht eine Story, ihr packt diesen Code rein und postet danach eine Instagram-Story, wo die Live-Performance jemand mitgefilmt hat. Genau. Das, was du gerade gemeint hast. Das ist der Punkt. Entweder das oder es gibt zumindest auf eurem Instagram-Account eine Live-Performance von dem Trick, dass die Leute irgendwas mit diesem Story-Post anfangen können. Wenn ihr das dann schafft, so zu etablieren, nach dem Motto, oh, es hat doch schon wieder ein Handy gehackt und das wird vielleicht sogar ein Running-Gag, dann kann das auch ins Gute überschwappen. Aber einfach nur einen Instagram haben, wo... und du postest dieses Ding und keiner weiß, warum die Leute die ganze Zeit PIN-Code des Tages. Davon würde ich abraten, weil das führt dazu, dass euch die Leute entfolgen werden, weil sie denken, was macht der für einen Scheiß? Oder immer ein anderes Bild nehmen. Ich weiß nicht, man kann es, glaube ich, ein bisschen customizen. Genau, dass man das irgendwie immer, dass man ein Auftrittsfoto dahinter. Zum Beispiel, ich war heute, weiß nicht, ob man das machen kann, dass man vorher einstellt, bei welcher Veranstaltung man ist. Ich bin heute bei der Firma so und so und habe... Und der PIN-Code des Tages lautet das und das. Ja, genau. Das wäre zum Beispiel auch eine geile Idee. Ich würde es tatsächlich anfangen, wenn ich weiß, dass ich das an dem Tag performe, dass man sagt, hi, ich bin Joe von Enjoymagic, diese typische Instagram. Ich bin heute hier da und eines meiner Steckenpferde ist Handys hacken. Und ich werde jetzt schon posten, was ich glaube, was der PIN-Code ist. Weil wenn die Zuschauer dann im Nachhinein bei Instagram reingehen, sehen sie, hey, guck mal, weil da macht es auch Sinn, dass man quasi, weil jemand, der das anschaut, sieht, ey, guck mal, das ist der Zauberer hier vor der Veranstaltung, redet darüber, dass sein Handy entsperrt und danach kommt der PIN-Code, was seiner ist, dann macht es Sinn. Also ich würde im Vorhinein und dann gegebenenfalls noch im Nachhinein das Ding. Das ist ein geiles Konzept, ja, auf jeden Fall. Dann ist es geil und darauf wollten wir hinweisen. Ich denke, wir können Haken machen an diesen Social Media. Aber dann ist es schon mal nicht schlecht, oder? Also nein, schlecht auf keinen Fall. Weil das klang jetzt am Anfang das klang ein bisschen egal. Nein, auf keinen Fall. Schlecht ist es nur, wenn ihr nichts draus macht. Ja. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Aber gut, das ist die Thematik Social Media. So, jetzt kommen wir mal zu zum eigentlichen Effekt. Den könnt ihr nämlich auch, ihr könnt das Social Media auch komplett weglassen. Genau. Ihr könnt nur das Handy entsperren. Mhm. Und da komme ich jetzt nicht ohnehin. Ich entsperre sehr viel Handys, also ich liebe das, iPhones. Du kommst nicht drum rum. Ich komme nicht drum rum, den Vergleich zu ziehen. Ich komme nicht rum, um den Vergleich zu ziehen zu Unlock. Also wir haben mehrere Methoden. Wir haben Codebreaker von Greg Wilson. Das ist eine Methode, wo ihr gar keine eigene App habt, wo alles auf dem Handy, das läuft über den Taschenrechner, ohne mehr dazu zu sagen. Dann haben wir die Unlock App von Morgan Strabler. Das ist auch, haben wir auch schon reviewed, könnt ihr euch anschauen. Das ist aber keine App. Das ist auch keine App. Ja. Und dann haben wir die App von Gustavo Sereno. Die geht jetzt, es ist basically das Gleiche. Muss ich ganz ehrlich, das Gleiche. Und damit möchte ich es auch vergleichen. Es ist ein bisschen, aber bei dem einen ist es ein bisschen timingmäßig, bei dem anderen genau. Ist es Einstellung. Das ist jetzt der Vergleich, auf den ich hinaus wollte. Hier ist es der Versuch, der das Entsperren triggert. Sag ich mal, ich gebe an, bei wie vielen Versuch der Zuschauer das Handy entsperrt. Bei Gustavo seiner App ist es so, da geht es über Timing. Da stelle ich die Zeit ein, nach welcher Zeit der Zuschauer das Handy entsperren kann. Und ich muss sagen, im direkten Vergleich, die App ist solide, sie funktioniert. Und ich weiß auch eben von Kollegen, die das einsetzen im professionellen Bereich, es funktioniert. Keine Frage. Ich finde aber, dass die Unlocked, glaube ich, heißt es von eben Gustavo Sereno, da ist mit ein bisschen mehr Liebe zum Detail reingegangen. Da kann man nämlich zum Beispiel, der Zuschauer entsperrt mit einem gewissen Code und dann kann man das Handy nochmal sperren und dann kann der Zuschauer das gleiche Handy, den kann nochmal mit seinem Code entsperren, um nachzuweisen, das ist wirklich auch der Code. War bei mir mal ganz entscheidend, weil ein Zuschauer, das hat funktioniert und so, Moment mal, ist das wirklich der Code? Ja, probier nochmal. Hat einen Code nochmal eingegeben, den er zuletzt einen hat es wieder mit dem Code entsperrt. Und das hat ihn überzeugt. Also das ist nochmal, finde ich, ein nicht zu unterschätzendes Subtlety. Dann muss ich auch sagen, die Animationen sind bei Gustavos App schöner. Hier sind es zum Beispiel, man kann dann hin und her wischen, nachdem man es entsperrt hat, zwischen der ersten Seite. Mhm. Und das ist jetzt sehr spezifisch, aber ich bin da halt auch so ein bisschen der Techniker dann. Hier sind es einfach zwei Fotos, die wie in der Bildergalerie weitergewischt werden. Das heißt, unten schieben sich auch die Apps leider weiter. Also das, was sich eigentlich nicht weiterschiebt. Und bei Gustavos App packt ihr den Hintergrund extra und die Apps drauf, da ist es wirklich besser animiert. Mhm. Also da ist es einfach genauer. Das ist mehr Liebe zum Detail dahinter. Auch mit dem, ihr könnt da auch mehrere, ich weiß nicht, kann man, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, mehrere Codes peaken hier?
Nee, nur einen. Nur einen, genau. Hier kann man, genau, dann habe ich schon richtig im Kopf. Hier kann man nur einen Code peaken. Gustavos App kann mehrere Codes, also Zuschauer gibt fünfmal was. Eine, ich sag's nur dazu, weil vielleicht ist das ein Punkt für jemanden von euch. Da kann man halt mehrere Codes. Das ist so die Basic-Variante und das andere ist so ein bisschen die ausführlichere Variante von eben Gustavo. So, das ist der Punkt. Dann, was hier wiederum ein Vorteil ist, das macht die Sache nämlich nicht leichter, hier ist der Vorteil, das ist eine App-Store-App. Diese App kommt aus dem App-Store, ich installiere die und dann läuft die. So, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ich kaufe die, glaube ich, einmal oder kaufe ich den Code extra. Ihr kriegt einen Code und dann könnt ihr euch registrieren und dann über die E-Mail. Aber es ist eine App-Store, die ich mal holen kann. Die andere ist so eine Web-App, falls euch das was sagt. Die müsst ihr über den Browser installieren, online in so einem Online-Konfigurator konfigurieren. Das ist in der Einrichtung ein bisschen aufwendiger und nerviger. Hier ist es so schnell die Right-Out-of-the-Box-Variante. Das ist auch ein Punkt, falls das für jemand, wenn ihr oft Handys wechselt, ist die App tatsächlich pragmatischer als die von anderen. Ja, von dem Ding. Ich muss sagen, ich finde sie interessant. Wir machen das ja auch immer, dass wir vor den Auftritten immer ein Instagram-Posting machen. Ich kann es mir vorstellen, dass es für manche so dieser Social-Media-Aspekt eine Rolle spielt. Ich finde es jetzt nicht so schlecht wie du. Es mag für manchen so ein sein, ja, aber dann, wenn der Zuschauer nochmal ausprobieren möchte, aus der Praxis raus, muss ich ganz ehrlich sagen, ich verwende das Deadlock von Michael Murray öfters mal, wo der Zuschauer dann auch erstmal eine andere PIN-Code eingeben soll oder einen anderen Code eingeben soll. Und ich frage dann immer, willst du noch eine andere Zahl probieren oder willst du deine Zahl probieren? Und ich glaube, bisher bei jeder hat dann gesagt, nein, er möchte jetzt seinen probieren. Also ich glaube nicht, dass die Leute so schnell sagen, nee, ich möchte es jetzt nochmal probieren. Sondern ihr könnt sagen, pass auf, jetzt sende ich dir die Zahlen. Und ich finde, dadurch, dass man da halt entsprechend so spielen kann, man kann mal bei der anderen auch... Ja. Hat es schon was Interessantes, auch mit diesem ne Plus 1 noch dazu, mag ich eigentlich immer ganz gern. Und ja, ich finde es jetzt nicht so schlecht wie du, ich habe jetzt aber auch dieses Unlock nicht meinst so... Du so schlecht? Ich will gar nicht, das dann... Ja, weil du also bist es falsch rüber. Es ist nicht schlecht, es funktioniert beides. Ich sage nur, wo die Feinheiten Feinheitsunterschiede liegen. Und die App ist solide. Ich finde zum Beispiel den Social Media, wie wir jetzt drüber geredet haben, Aspekt ganz cool. Ich werde das mal probieren. Ich finde die Idee geil, genau wie du es vorhin gesagt hast, zu sagen, ich nehme ein Foto von der Veranstaltung, das ich vor Ort mache, und dann mache ich den Text, den kann ich ja schnell anpassen in der App. Ich zauber heute für die Firma XY, der Handycode meines heutigen Zuschauers ist der und der. Und dann habe ich gleichzeitig Content, wo den Leuten sagt, aha, der tritt dort auf, und gleichzeitig, oh, was hat er da mit dem Handy gemacht? Und im besten Fall danach lasse ich es noch mitfilmen und poste das dahinterher. Ja, das ist so. Also ich finde es, es ist gut gemacht, es ist perfekt gut umgesetzt. Ich finde halt nur, dass die andere noch mit ein paar Punkten ein bisschen besser ist. Und auch wichtig, das zu erwähnen, damit ihr die beste Entscheidung für euch treffen könnt. Genau. Ich weiß jetzt gerade, wie es preislich da entsprechend aussieht, aber... Was hat das für die gekostet? Ich weiß es eben nicht. Das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Die andere weiß ich auch nicht genau. 40. Egal. Ist egal. Müssen wir gucken. Es lohnt sich beides. Es lohnt sich beides. Das Skript ist... Wie gesagt, ihr könnt natürlich den PIN-Code sofort revealen. Ihr seht es auch. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, dafür entschieden, dass ich sage, oh, ich habe einen Fehler gemacht, aber als Backup habe ich das Instagram-Post. Du machst es immer sehr authentisch. Ich war kurz nicht sicher, deswegen habe ich kurz überlegt, mitzuspielen. Wenn ihr zurückspult, seht ihr es vielleicht, weil ich mir dachte, ich will die Studio-Performance nicht nochmal filmen müssen. Ja. Und dann war mir irgendwann klar, okay, nee, er will darauf hinaus. Ja. Das ist aber... weil die App ja gar nicht falsch liegen kann. Weil das übernimmt das ja automatisch. Oder? Ja, genau. Die App kann ja gar nicht falsch liegen. Wie auch immer. Also es lohnt sich beides. Was noch ein wichtiger Punkt ist, zum Schluss vielleicht noch darauf hinzuweisen, ihr müsst schauen, dass ihr diesen Anfangsding, dieses gib mal deinen Code in mein Handy ein. Das müsst ihr möglichst runterspielen, dass das so als Nebensache wird, dass das am besten Fall die Zuschauer vergessen. Das kriegt man auch hin. Dass man sagt, okay, Kleinigkeit, damit der Effekt nicht schief geht, müssen wir eine Sache probieren, dass wir nicht denselben Handycode haben. Geh mal kurz dein ein. Nicht? Okay, können wir starten. Und dann, dass man diesen Side ganz nebenbei so macht, dass man dann kein Highlight gibt. Weil wenn die Leute das vergessen, dann seid ihr perfekt. Von der Bewertung her, ich würde mal einfach mal reinstarten. Ich finde es gut, ich finde es auch gut gemacht. Ich habe jetzt mit Unlocked, was du verwendest, da nicht so viel zu tun gehabt. Ich muss auch sagen, ich hatte damit ein bisschen Probleme, bis ich das dann so drin hatte. Das war ein bisschen ein Ding. Ich gebe dem Ganzen jetzt hier, ich schwank zwischen 7 und 8, aber im Zweifel für den Angeklagten, deswegen gebe ich ihm 8 Punkte. Habe ich auch im Kopf. Ich gebe ihm auch 8 Punkte. Ich finde, Unlock, glaube ich, habe ich 9 gegeben, wenn nicht sogar 10. Das finde ich noch, ich finde es ein Stück besser. Ich finde aber die Social-Media-Thematik auch wieder interessant. Also es ist eine klare Empfehlung. Ihr könnt euch, wir haben die Feinheiten hier rausgezeichnet, das war mir wichtig. Schaut, was euch besser taugt, holt euch eins davon. Beides ist geil. Beides sind geil. Beides ganz klare Empfehlungen für jeden, der Bock hat, iPhones zu entsperren. Noch eine Empfehlung, was ich anfangs sage,
Codebreaker und Unlocked kann man sich noch mit anschauen, kann man auch kombinieren, wenn man mehrere Handys, aber vielleicht machen wir zu dem Thema auch mal eine Overview, ein extra Projekt, weil es würde ich hier zu weit führen. Und gut, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Apps zum Entsperren verwendet und wie viel ihr dem Produkt gegeben habt. Und das war Unlock and Predict. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Reveal für diese Woche. Heute mit Psychic Prediction und mit Unlock and Predict. Wenn euch eins von den Apps gefallen hat, unterstützt die Produzentin, die Creator. Danke. Deutsch. über die Links in der Beschreibung. Würde diesmal nicht der Show helfen, aber würde den Creatoren helfen. Und wenn ihr irgendwie eine interessante Apps habt, die wir uns mal vielleicht angucken können, schreibt es mal in die Kommentare. Oder schreibt dem Creator, dass er uns die schicken soll. Dann hilft er uns auch. Ja. Kreis schließt sich. Und in diesem Sinne, bleibt magisch.